Hallo Leute, ich bin's, der Verspätungssatt. Es tut mir leid, mein Rechner hat noch ein bisschen, war doch der Meinung, ja, der andere Rechner, der hat schon 15 Updates gemacht. Jetzt will ich auch eins. Jetzt. Nein, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. So. Vollkommen richtig. Genau. Und von daher, jetzt fangen Und wir hallo, endlich lieber an. Satishus, wird hier gesagt. Dem schließe ich mich mal Ja, an. ich seh's. Hallo Godes und hallo Lorey. Und natürlich auch alle anderen, die bei dir sind. Und alle, die bei mir sind. Zum Beispiel der 170er. Ich bin da. Ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, aber ich bin da. Und hallo, Bembel. Diese grüne 79 Bärmel, die sieht einfach toll aus vor deinem Namen. Also, muss ich sagen, steht dir unheimlich fast so gut wie die 79 vor der Golis. Ich habe heute mal so was richtig Prolliges getan für euch. Warte, jetzt muss ich diagonal denken. Da oben. Ich habe einen Counter eingebaut. Ich will euch nicht dazu erpressen, den auf 100 zu bringen. Ich Ich habe wollte den euch nur Counter zeigen, eingebaut. dass Ich will euch wir nicht. am Sonntag tatsächlich auf 21 Abonnements bei mir gekommen sind. Und weil die Frage aufkam, wann dann neue Emotes und Blink-Emotes, es gäbe also tatsächlich bei 25 den nächsten Step. Da gibt es ein blinkendes und ein normales Emotes. Und weil das so oft gefragt wurde, habe ich das jetzt als High-End-Grafik, nee, halt da oben. Obwohl die bei mir da oben ist, ist sie bei euch da oben eingeblendet. So. Immerhin oben und unten ist nicht verwechselt. Das ist doch schon mal gut. Und Genau, da. Chuchu, Gullis, So. Ich brauche ein Auto. Was ja. machen wir eigentlich? Ich glaube, Hast du eine Info für ich mich? glaube, wir wollten den Stern im Himmel machen. Da haben wir auch beim letzten Mal schon Bitte was? was vorbereitet gehabt. Da steht nämlich zumindest ein Transporter unten, den ich da unten sehe. Okay, ich komme mal einfach mit einem Und Tartarin raus, damit ich überhaupt auf der Map bin. hier Das ist doch unterwegs schon mal ein steht noch ein Anfang. Caterpillar. Ich spring mal in den. Ja, das ist ein Kranwagen. Der ist auch voll, der hat noch ein bisschen, der hat noch Tank. Ich glaube, der muss dahin, wo er hin soll. Ich habe mal so original gar keinen Plan, warum wir das, was wir eigentlich machen wollen. Ich weiß nur, es schneit. Ja, das ist, glaube ich, auf der Karte gar nicht so selten. Es könnte am Schnee liegen, ja. Ja. So. Oh ja, ich erinnere mich. Beim letzten Mal habe ich ihn hier abgestellt, weil ich hoffte, dass ich aus dem Schneematsch raus bin. Was ich jetzt auch vollkommen sehe, dass er aus Oh, dem Matsch raus ist, ob ich das wie für er dich sich gerade rauskriege, bewegt. Bärme. Und Hallöchen, Biene. Auch dir ein Hallöchen. Na, ich hoffe, es geht dir gut. Und Bämbel, du kannst das Ganze dem Klitke verdankt haben. Also der ist zumindest der Spender des Abonnements gewesen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich wäre fürs Cheaten bekannt. Wenn du zwei Subs springen lässt, mache ich eventuell die anderen voll. Was? Hier werden noch keine Subs voll gemacht. Das ist ja eklig. Bäh, so, Ich bin mir Satishu nicht fährt sicher, ab was das und für. Kranwagen. Wo Genau. sollte ich jetzt reinhüpfen? Also, wir müssen auf jeden Fall da unten irgendwelche Sachen bergen und rausholen. Diese Flugzeugteile. Genau, da ganz unten steht auf jeden Fall einer mit Na, einem fetten Hänger dran. Also, aber ich beziehungsweise da glaube. steht ein Hänger drunter, ja. Ich glaube, den Ja. hast du da abgestellt, um mich zu Richtig. schocken. Ich weiß nicht, ob wir eine kleinere Ladefläche brauchen können oder was wir genau brauchen. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist ein bisschen zu lange her. Ich muss kleine Kinder in Uno besiegen. Also alles schick. Ach ja, dann. Gib ihn. Bigby, vielen Dank. Und Ja, Barbie, okay. auch dir Hallöchen. Na? Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Und du hattest Los. eine wunderbare Zeit bis dahin. Also seitdem immer so ähnlich. Okay, dieses Spiel will mich direkt mobben. Da ist ein kleiner Pfahl, der liegt da rum. Ich fahre extra langsam ran und krieg meine halbe Stoßdämpfung ist weg. Ich bin extra langsam Okay. rangefahren, nicht wie sonst. Ah, dir geht's gut, das ist schön. Das Guck freut mir mich das zu hören. Ganze nebenbei mal so im Stream bei dir an. Ich brauche hier noch einen Monitor oder so. Ich brauche noch mehr Monitor. Ich muss mehr monitoren. Ich habe ja Fotos von Mr. Black gesehen. Ja. Ich werde einfach meine ganze Wand zu Monitoren bauen. Und dann habe ich vielleicht einen Quadratzentimeter mehr als er. Nein,
geht nicht, weil das Wandbild hier dahinter möchte ich nicht verlieren. Das ist viel schlimmer. Ihr seid doch Okay, vielen herzlichen Dank. Das mit dem 25 hat sich dann erledigt. Ich gucke jetzt nicht nach, wann das nächste ist. Dann sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch und Vielen, vielen, vielen lieben Dank an Big B und an Golis jeweils für die zwei verschenkten Abos an Andy PL. Oh, das freut mich. An Snowly, an Rutzel 1337 ist erst ganz frisch Follower gewesen, glaube ich, die Tage. Und an dem Feuerwichtel, an die liebe Jenny, die auch am Sonntag mit dabei war. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann werde ich mal schauen die nächsten Tage, was wir dann Lustiges blinken lassen. Warte mal, ich muss Handbremse... was? Handbremse, die Handbremse lösen. Ist das so? Ja. Soll ich den Anhänger schon irgendwo hin mitbringen? Also da unten steht auf jeden Fall ein Anhänger rum. Das Einzige, wo du mit hinbringen könntest, wäre wahrscheinlich unten zum Stück des Flügels. Weil da kommst du wahrscheinlich relativ easy hin. Die Fragmente des Flügels mit dem Motor wird wahrscheinlich schwierig. Mhm. Aber ich würde jetzt erstmal den... Ich würde auch zu Teil des Flugzeugrums fahren. Ja, also ich würde jetzt erstmal zu dem Äußeren fahren, weil da bin ich näher dran. Eventuell den Baum tot... Okay, Entschuldigung. Die Strecke hier war doch sonst nicht so kacke. Es ist halt die Frage, ob ich rechts um den See fahre zu Teile des Flugzeugrumpfs oder ob ich versuche an der Küste lang zum Stück des Flügels. Aber ich versuche einfach mal zu dir zu kommen zum Stück des Flügels, weil da kommst du ja auf der anderen Seite mit Glück. Genau. Also du darfst es dir jetzt mal aussuchen. Ich brauche noch eine Weile, bevor ich mich entscheiden muss. Ich fahre jetzt einfach mal hier am Wasser lang. Ja, also nochmal vielen Dank. Lori, ja, den umknickenden Baum ist tatsächlich ein Wunschtraum von mir, dass wir den Rip-Baum animieren. Das Problem ist, so eine wirklich komplett animierte GIF. Vielen Dank, Lori. Vielen Dank. Macht jetzt auch noch einen Hype-Train draus, ihr seid alle verrückt. Ich glaube, ich bin in 2 Jahren schon 6 Jahre gealtert. Ihr seid schuld. Ich war vorher an 89 geboren. Nur, dass ihr es wisst. Vielen Dank. Da müssen wir mal gucken, weil, wie gesagt, ich kann normale Emotes so ein bisschen leicht animieren, direkt durch Twitch. Oder ich müsste halt wirklich Zeichnungen machen und mit einer Animationssoftware umbauen. Das werden wir mittelfristig irgendwie machen. Wer meine Zeichentalente kennt, weiß, das kann ich nicht alles ganz alleine machen. Aber ich werde mir da mal echt Gedanken machen. Ihr seid so verrückt, da muss ich mich da einfach ein bisschen reinklemmen. Aber da werden wir schon was Fröhliches draus machen. Also nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich kann das ja nochmal so nebenbei erzählen. Ich bin gerade dabei, das VOD vom Sonntag mir vorzuknöpfen. Ich will so ein kleines Best-of machen. Allein die UNO-Runden am Ende verdienen quasi eigentlich eine Sondersendung bei einer ARD oder sowas. Herrlich. Also, und ja, kann ich sagen, ich hatte Pipi in den Augen. Du hast was von Zeichnen gehört, Aerith. Eindeutig. Aerith wird zeichnen, zack, da. Richtig. Das wäre natürlich ein, Und hallo Steyr, sei gegrüßt, moin. Wie geht es dir? Mr. Black, ich bin ruhig. Ganz ruhig, Mr. Black. Total ruhig. Und ich mache nur so. Genau. Worum ging es bei Zeichnen? Ah, es geht um ein Baumrip-Emote. Ich habe soeben gerade ein neues animiertes Emote freigeschaltet bekommen und Lori hat sich gewünscht, dass mein umgeknickter Baum, dieses Rip-Bäumchen, noch am besten tatsächlich so knick. Und ja, das ist halt... Hier muss ich verzocken. Sowas ist halt schon sehr aufwendig. Wird
gerade schwer gekuschelt. So, steuer ganz gut und selber. Ich kann nicht klagen, nach den 12 Stunden am Sonntag oder in den Montag rein war ich ein ganz klitzekleines bisschen K.O. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren könnte. Ich war einfach nur dermaßen im Arsch, seien wir mal ganz ehrlich. Ich war einfach nur dermaßen im Arsch. Ich war am Montag zu nichts zu gebrauchen. Reden fiel mir schwer. Das Beste, was ich konnte, war, du siehst es aber nicht, aber ich zeig dir die zwei Mittelfinger. Lieber Mr. Black, genau so wollte ich dich sehen. So, das war eigentlich schon, dass dein Bild nicht auch auf den Karten angezeigt wurde. Entschuldigung, ich habe schon wieder den Satishu überzogen. Alles gut. Du hattest in letzter Zeit auch wesentlich mehr Aufregung als ich, also von daher ist das auch vollkommen okay, dass du viel mehr redest. Und Arif sagt, das Grundemote ist doch schon fertig, der Rest ist noch ein Klacks. Okay. Wir müssen reden. Ich habe tatsächlich so mit Animationen und sowas habe ich echt null Ahnung. Null Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also Grafikbearbeitung mache ich ja ganz gerne. Aber ich bin arschlecht in Zeichnen und alles, was sich bewegt, bin ich raus. Jetzt bin ich doch glatt ein bisschen vorbeigefahren. Soll ich hier so ein bisschen dazwischen fahren? Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Das ist doch taktisch erstmal ideal. Kranen wir doch mal. Ich weiß ja schon, das ist deine Paradedisziplin, deswegen mache ich das. Ja, ja. Ich muss das ja auch üben. Also ich bin... Ja, hör mir auf. Bei dem Farming-Wettbewerb hat man auch gesagt, das wäre meine Paradedisziplin und hat mich üben lassen. Ich wollte gerade sagen, guck. Ach, du holst die Sachen aus dem Wasser raus. Ja, klar. Ich dachte, du lädst mir jetzt den Container auf, der hier neben mir steht. Nee, ich hole das Zeug raus, was wir rausholen müssen. Das macht mehr Sinn. Ja, der andere Quatsch, der interessiert mich nicht. Ich hätte jetzt auf den LKW geladen. Okay. Gut, dass ich das hier mache. Hey, ja, bei der Stelle gibt es zum Beispiel auch aus X-Einzelbildern, wo man Teile verschiebt, wo, wenn der im Grund steht. Das ist auch nicht mehr so schwer. Ja, das stimmt. Ja, theoretisch weiß ich das auch. Und ja, Regi, Chuchu, genau. Oh, es gibt eine Katze. Es gibt eine Raid. Nicht Raid, eine Hype Train Miezekatze. Ah. Also Golis, die hat irgendwas Grünes. Eine Schildkröte. Okay. Ich habe eine Katze mit Herz. Also nochmal vielen. Soll ich ein Stück zurückfahren? Nee, ich muss das Ding mal drehen. Achso. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wie ging das mit runter? Ah, ich sag. Ja, so ging's runter. Jetzt kannst du es, glaube ich, befestigen, ne? Ja, befestigen. Frachtverladen, zack. Jo. Mit Gurten. Anständig, wa? Ja. Willst du es vielleicht so legen, dass wir noch was davor oder dahinter legen können? Wir müssen eh an dem Platz, wo es hingefahren wird, okay. Vorbei, also. Ricky, ich glaube, du wirst gerade vom zuständigen Klitke geärgert. Und, Klitke, ich glaube, der Bembel hat sich eben, was heißt ich glaube, ich weiß, der hat sich eben bei dir bedankt für das Abonnemente. Ja, das kann gut sein. Weil du warst ein gönnender Gönner. Oder bist es meistens immer noch. Manchmal auch ein ziemliches A-Punkt, aber so sind die Motze manchmal. Liegt in der Berufsbeschreibung. Ja, ich glaube auch, das stand irgendwo in der Stellenschreibung drin. Ich war doch über diesen Eisding drüber, warum kriege ich jetzt noch Schaden? Soll ich denn hier rumkommen? Ich ziehe den ja einfach um die Container. Ja, nimm den Container einfach mit, vielleicht brauchen wir den doch. Nee, ich nehme dem Klitke das Schwert so schnell nicht wieder weg. Ich bin ja heilfroh, dass ich euch alle habe, also von daher. Die gute Motze sind... Ja. Rar gesehen. Sind schwer zu kriegen oder sind halt so in Ruhe gelagert, weißt du, das ist ganz schwierig. Ja. Mr. Black hat Ass und zwar sehr viel davon. Ich hätte Ass und zwar viel davon. Willkommen auf der dunklen Seite des Twitch. Aris, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das demnächst spielen und
du von der anderen Seite dich um die dunkle Seite, also wenn wir quasi Seite an Seite um die dunkle Seite, weißt du schon Bescheid. Ja, ich hätte da einen theoretisch weiteren potenziellen Mitspieler. Okay. Und dazu sagen, aus wie du? Was hat zwei Daumen und fährt gerade einen Kranwagen? leider nur einen Daumen zu sehen, weil ich gerade fahre. Oh, ich nehme hier aber auch schön Schaden hier gerade. Ja. Ja, da. Deswegen habe ich die Finger nicht von der Tastatur genommen, weil da hat das Spiel geruckelt. Ihr habt mit Blacky gerade morgen ausgemacht. Also, wenn ihr in eurer Zweisamkeit nicht gestört werden wollt. Morgen stört's mich gerade vielleicht noch ein bisschen. Morgen bin ich vielleicht doch nicht verfügbar. Apropos, sag mir doch, dass das Spiel zu dunkel ist. Dann mache ich auch mal das Licht an. Ich habe ihn schon runtergeschlagen in der Zeit drin. Ja, warte mal, welche Taste waren das? L ist? Ah, L. L wie lustig Licht. Geht erst beim zweiten Versuch, aber solange kann man auf F drücken. Ja. Hat funktioniert. Ja, Bruno ist schon eine schöne Sache. Man braucht halt sehr viel Ruhe dafür. Das ist wichtig. Man muss sehr gelassen und entspannt sein. Und okay, ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich den großen Hänger. Okay. Du siehst, was ich da gerade am Haken habe? Dunkel. Sehr dunkel. Okay. Liegt bei mir noch im Wasser, also. Ich, okay. Kriegen wir das alles noch mit? Nicht auf das, was du jetzt gerade noch drauf hast, glaube ich. Ich leg das hier mal ab. Bin ja schon ganz froh, wenn ich überhaupt bis zu dir komme hier. Zum Schwertransporter über Eisschollen. Ich finde die Idee schon an sich schön. Vor allen Dingen so links tiefes Wasser, rechts keine Möglichkeit zu fahren, alles super. Total chillig, so mag ich's. Da ist die Frage, wie viel Sprit hast du eigentlich noch? Sprit 76 von 200. Sollte ich mal einen Sprittransport organisieren, wobei da oben ist ein Scout-Tank-Auflieger, da könnten wir ihn kurz hin abstechen. Aber wobei, das müsste eigentlich auch ausreichen. Ich glaube, irgendwo da, wo du bist, muss das durch hin, kann das sein? Das, wo ich bin? Ich meine ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal die Aufgabe offen. Wie heißt die eigentlich? Stern im Himmel. Oh, so hast du mich lange nicht genannt. Berge Dingquatsch. Ja, Metalldetektor wird empfohlen, aber das haben wir ja glücklicherweise gemacht. Belohnung, Dackel, breiter Tiefladeanhänger, Flugzeugteile geborgen. Ja, aber wohin? Ach, zum Flugplatz. Oh, vergiss es. Da müssen wir doch ein Stück weiter. Ja. Dein Ernst? In Ernst? Ja, offensichtlich. Okay. Gut, dann machen wir Folgendes. Ich fahre hier hoch auf diese Straße und renn weg. Ja, das ist ein guter Plan. Nee, ich würde tatsächlich Richtung Scout-Aufhänger fahren. Ja, mach das. Ausrufezeichen erschlagen, Ed Klitke. Okay. Dann schnapp ich mir jetzt dieses Flugzeugteil und bring's erstmal zur Straße.